Ja. Hat die Frage, ob man es so genau wissen will. Ne? Ja, na, ja, nachher das kriegst du auch noch eine Kugel. Also Schüsse aus der Richtung, da sollte man eigentlich nicht hinterherlaufen. Da waren bestimmt wieder die Gangster, die Haschleute und alles. Guck mal da, siehst du da grün da hinten? Ja, schön. Oh, jetzt ist wieder rot. Fast. Ah. Ja, jetzt rot. Hey. Also, warum findest du Ampeln schön? Ich weiß, die Farbe grün ist so lecker. Grün zieht dich einfach magisch an, sozusagen. Ja, ja. Das sind die Dinger, das erinnert mich bestimmt an Disco. Oh. Dann gib mir doch mal $500, denn ich heiße ja Green. Hallo, du bist ja Green, ne? Ja, genau. Ja, direkt sympathisch, das du. Das muss doch ein Zeichen sein, oder? Dass du bei mir investieren musst. Ja, ich investiere nicht so viel Geld, wie du möchtest, du. Aber ich habe leider nicht so viel. Ja, das kommt schon noch. Da reden wir noch drüber. Ja, ich hab ja deine Nummer, ne? Wenn ich ein bisschen Geld habe, investiere ich. Ja, perfekt. Ziehst du dich dann grün an, du? Hm? Wie bitte? Ziehst du dich dann grün an, du? Ja, vielleicht. Je nachdem. Also für ein Extra schicke ich dir sogar den Benny hier als grünes Männchen, du. Und der Smoker kennt sogar einige grüne das Männchen. Polizei kaputt mit dem Auto. Oh. Warum kaputt? Da waren die bestimmt mit dem Schießen. Ja. Kann echt sein. Tehe, danke schön für vier Monate. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön, dass du weiterhin dabei bist. Vielen Dank. Tehe. Hier waren eben Schüsse, du. Was? Hey, alles gut, Dirk? Okay, super. Wir sind hier gerade am Pennerparkplatz. Blutwurst, ne? Das geht schnell, Geist, ne? Wenn der Körper braucht, nimmt er sich das, ne? Die sind immer noch dran bei der Karre bei Reparieren. Noch immer im Auto? Ja. Das sind doch Mechaniker. Ja, ich meine, das ist ja nicht ihr Hauptberuf, ne? Obwohl doch, eigentlich machen die ein Autoladen, ne? Ich soll nicht so was können, ne? Eigentlich schon. Der Herr Benny ist heute so schweigsam. Nee. Ich weiß auch nicht, was mit dem los ist. Was ist denn los? Probleme mit der Frau? Nee, ich hab ja gar keine. Hast du keine Freundin, keine Frau? Nee. Hast du einen Freund? Nee, das auch nicht. Hör mal, Benny, ich könnte dir mal einen Gefallen tun, wenn du möchtest. Mhm. Wir könnten mal hoch zum Friseursalon fahren und ich schneide dir die Haare. Ja, das kannst du machen. Ich bin nämlich gelernter Friseur. Hättest du da... Du nie alles gelernt hast, du. Abraxa Cantano. Ja. Du, das hab ich gemacht mit dem Zauberstab da eben drüben, glaube ich. Das kann ich, weiß ich nicht. Ja, bin ich mir auch nicht sicher. Herr Brian. Ja? Dürfte ich Ihnen auch mal die Haare schneiden? Könnte ich Ihnen mal das ein Kunstwerk aus Ihnen machen? Ich hab das wirklich gelernt. Das zweifle ich. Wie lange hast du denn... Wo warst Kopfschmerzen. Du denn? Kopfschmerzen. Ich komm nicht mehr. Tschüss. Hä? Tschüss. Was? Hä? Ich weiß auch nicht genau. Oh, da ist ein Kopfschmerzalarm irgendwie. Aber wo hast du das denn gelernt mit dem? Friseur, Haare schneiden. Ja, das habe ich in Ike Halla gelernt. Das ist ein kleines Dorf hier südlich von Los Santos. Ach. Wenn Sie möchten, ich mache aus Ihnen. Lassen Sie mal gucken bei sich da. Sie haben ja lange Haare. Gucken Sie mal, Brian, Sie haben Spliss. Ja, kann sein. Das heißt, sie werden gespalten, ihre Haare spalten sich. Das muss weg, da muss Beige Spitzen schneiden, ne? Da kann man auch noch, aber mittlerweile auch verschiedene Kuren und sowas anwenden, ne? Ich hab Packungen, ich hab das ganze Programm. Ja, das ist doch super. Wie teuer ist denn das so? Das für Sie umsonst, Sie sind ja ein Freund. Ja, dann mache ich das, da wage ich das, Smoker. Okay, der Benny auch und Sie auch. Ja, dann tu mal gut, tu mal drauf. Warten wir jetzt auf den Herrn Benny und dann gehen wir Haare schneiden. Dann geh ich noch mal kurz Pipi machen. Ja, mach das mal. Ja. Geh ich auch mal Strohlein eben. Jo, mach das, nicht? Tee gebe ich Haare. Ist gut.
So. Poker. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Okay. So. Okay. Wie viele oft hast du denn schon Haare geschnitten eigentlich, Smoker? Ich? Hm? So, hier in Los Santos oder insgesamt? Insgesamt. Hunderte. Das war ja in meiner Lehre. Und dann brauchte ich noch Schauköpfe, wie das hieß. Und dann habe ich ja meinen Meister gemacht. Echt? Ja. Mensch, wie lange hast du da gearbeitet im Friseurbusiness? Ja, ich, so da 3 und 2, 4, so ungefähr 8 Jahre. 8 Jahre? Mhm. Und wann hast du dann noch den Gerichtsvollzieherjob gemacht und dann wann hast du noch 18 Silvester studiert und so? Ja, ich... So alt bist du doch noch gar nicht. Ja, da kann ich Ihnen was zu erzählen, aber nur wenn wir alleine sind. Ah, okay. Ich verstehe. Das ist nämlich ein Geheimnis. Ist kein Problem, du. Ich höre wohl weg. Nee, nee. Aber alles gut bei dir, Rainer? Jo, nee, ich... Also, was meinst? Weil du ja immer so ein bisschen so wackelst, ne? Jo. Bin ich ganz fest auf den Beinen so. Nee, ich habe mich voll verletzt. Du, ich bin von der Brücke gefallen. Immer noch von der Verletzung. Ach Mensch. Ja, ich muss da morgen nochmal hin. Nochmal so eine Bleistütze. Ja gut, das geht ja auch nicht von einem Tag auf den anderen weg, ne? Nee, ich habe noch keine Pillen gefunden, die das machen, du. Aber wenn du welche hast, sag Bescheid. Man muss den Smoker fragen, der ist hier für die Pillen verantwortlich. Ich verkaufe die aber nicht. Nee, geht nicht mehr, ne? Nee. Die machen Kontrollen immer Mund auf und Arm hoch und sowas und machen. Was waren das denn für Pillen? Ich war erstmal die ersten 3 Monate auf Ritalin und jetzt habe ich Hallo irgendwas. Ich hatte auch längere Zeit keinen Führerschein, haben die mir abgenommen wegen Pillen. Bist du nicht gerade hergefahren? Klingt ganz gut eigentlich. Ja, ich hab den ja wieder. Achso, okay. So, Kameraden, auf zum Friseursalon. Ja, los geht's. Auf geht's. Und wer ist jetzt der Friseur? Ja, Moment, wir haben das noch nicht, also du musst mir ja erstmal sagen, was du vorhast mit meinen Haare schneiden. Ich werde zuerst den Herrn Spitzen schneiden, beischneiden und eine Packung in die Haare, ein Pflegeshampoo drauf, dass der auch gegen gut riecht. Blitz. Genau. Und bei Ihnen würde ich sagen, die Konturen mal nachziehen. Okay, was soll das kosten? Gar nichts, das sind doch meine Freunde, oder nicht? Gut. Und dann kann man doch mal wagen, natürlich oder? Gerne. Das kann richtig. Auf geht's. Das kann man doch mal hier beim Friseur Smoker, den Barbier. Der bringt mich um. Dann vertrauen wir dir mal, Smoker. Ja, wenn das gut aussieht, würde ich mir auch die Haare nicht schneiden. Oh, ja, du hast auch ein bisschen Spliss, ne? Wie ich es genau sehe. Ja, so ein bisschen. So ein kleines Stückchen da unten. Ja, wenn man ganz nach in der Mine steht. So eine Packung könnt ihr auch mal ganz gut tun, so eine Kur. Weiß ich nicht. Oh Gott. Vielleicht solltest du so einen Schönheitssalon aufmachen, Smoker. Ja, habe ich mir auch schon überlegt, mit so Creme und so. Wie viele passen eigentlich da rein hier? 4, ne? Ja, da können ja nicht alle mitfahren, ne? Schade. Wie sind wir denn? Obwohl da so eine große Rückbank ist. Hat der Mann kein Auto? Ich weiß es nicht, wie viele da hinten reinpassen. Ja, probieren wir es mal aus. Ne? Wo ist du? Ja, spring mal rein. Kommt ihr alle da rein? Nee. Oh, Entschuldigung, das tut mir leid. Au! Oh. Geht's dir gut, du? Geht gut. Danke. Ja, aber ich glaube, wir. Ja, schade. Hat der Herr Leonard kein Auto? Ich kümmere dich. Oh, das. Die haben ein Auto. Ja, easy. Dann willst du zu dem Friseur da oben bei dem Suburban? Was für ein Körben? Ah, bei dem Klamottenladen. Ja, links davon, da ist mein ja, Friseursalon. Genau. Da ist auch die Helga schon vor Ort. Okay. Ach, super. Die Helga ist eine Freundin von dir. Helga, Moment, ich muss sie gerade mal anrufen. Hm? Helga, ich bin ein Schmoker. Aber ich komme jetzt mit Kundschaft, mach den Laden sauber. Ja, auch die Klos.
Nee, da brauchst du nicht. Die Klos, lass die Klos weg. Vorne, der Laden, alles sauber. Tschüss. Hell, was war eine Mitarbeiterin. Ach ja, okay. Wann hast du einen Friseursalon? Ach, schon ewig. Ich rede nicht über vieles herein. Wählst das eher was für dich, was du so hast, ne? Ja. Ne? Wie das. Wie, aber links? Hast mir ja schon ein bisschen noch erzählt über dein Geldkonto und so, ne? Hast du mir schon viel anvertraut. Ja, ne? Ja, ist ja noch. Einiges, ne? Ja, paar Nullen. Ja, aber warum machst du dir dann so Sorgen um dein Kind? So? Wie Sorgen ich mein, um dein Kind? Du hast es doch eh. Wie viel Unterhalt musst du denn eigentlich zahlen? So? Für was? Die ganzen Kinder. Du hast ja tausende Kinder. Oder bezahlst du ja nichts? Ich habe 26 Kinder, 18 Jungs und 7 Mädchen. Ja, ja, siehst du? Ja. Und 25, ne? Wären das dann eigentlich, ne? Ne, 26. Das musst du mal korrigieren. 18 Jungs und 7 Mädchen, das sind 25. Genau. Ja. Und du sagst immer 26. Das ist falsch. Oder ist da noch ein Kind übrig? Nee, ich hab 26 Kinder. Jeremy, Pascal, Jacqueline, Jacqueline 2, Agathe, Käthe, Katharina. Ah, die Käthe. Ute, Melanie, Angelika, Yvonne. 26 sind dort. Ja. Und so. Wer weiß, wie viele du noch hast, von denen du gar nichts weißt, mein Lieber. Ja. Steh mal vor. So, einmal reinspaziert, bitte. Ach, das ist die Helga, du. Das ist Helga. Hallo, Helga. Kundschaft ist da. So. Ich. Herr Brei, nehmen Sie einfach hier in der Mitte bitte Platz auf dem Stuhl. Okay. Oder, ja, setzen Sie sich da hin am vom Stuhl. Ja. Ja, genau, jetzt hinsetzen. So, ja, so leicht in die... Ja, genau, so ist richtig, so ist richtig. Ja? So, ja, das geht. Ich glaube, ich komme da nicht ganz rum hier. Nee, lassen Sie, bleiben Sie so ruhig so. Wie Sie waren. Ja, ich mach mal so vielleicht, ne, so. Ja, das ist gut, ja. Das ist gut. Herr Benny, wenn Sie möchten, da vorne liegen Zeitschriften und Herr Rainer, da können Sie lesen, ne? Ja, okay. Ich versuch's mal. Ja, okay. Achso, hat einer der Herren was zu essen für mich? Ein Schnitte oder so? Ich kann dir eine Banane geben. Ja, das wäre cool. Ich hab auch noch was hier. Hallo, Otto? Ja, wo bist du? Im Friseursalon bei mir. Gut, Friseursalon in der Stadt? Ja, ich bin der Friseurmeister. Okay. Okay, bis gleich. Jo. Dankeschön für die Banane. Ja, bitte. Kein Problem, du. So. So, dann lassen Sie mal gucken. Einmal hinsetzen, bitte. Ja, als Friseur muss man ja auch immer alles Mögliche beachten, ne? Ja, das machen wir schon. Keine Sorge. Setzen Sie sich hin, bitte. So, lassen Sie nochmal gucken. Ich fahre mal gerade mit den Händen so das Haar. Ja, weiche Haare haben Sie auf jeden Fall, Herr Brein. Sie pflegen sich, ne? Nee. Überhaupt nicht? Nee, das ich komme ja nicht. Ich habe ja kein Geld für Pflegeprodukte. Das sieht man aber nicht an den Haaren. Ja, ist genetisch. So, dann bitte einmal den Kopf zurück ins Waschbecken. Dann mache ich immer ein bisschen so. Anders. Hättest du da mal eine Pflegepackung drauf, ja? Mensch, das passt aber gut mit der Massage. Schütteln, Zeug, das ist nämlich ein bisschen fest, so. Ja. Und mal jetzt so in die Kopfhaut. Wie heißt die? Die heißt Streicheleinheit. Ach, fühlt sich auch an. Exklusive Edition. Ja. Ich muss ja sagen, immer wenn ich beim Friseur bin und dann so da dranhänge und mir so einer die Haare so massiert, ne, komme ich mir ein bisschen komisch vor, ne? Aber es ist eigentlich angenehmer, man kommt sich ein bisschen komisch vor, kennst du das? Angenehm, wenn du selber beim Friseur bist. Ja, natürlich, wenn ich dann so Haarwachsmittel einmassiert bekomme, was eh nichts bringt. So, okay, dann bitte mal den Körper wieder nach vorne, Richtung Spiegel, so, ist das gut. So, jetzt lassen Sie mich mal, hab ich nicht hier meinen Kamm. Helga, gib mir mal die Tasche wieder her. So, lassen Sie mal gucken. Dann mach ich mal durch. Campen den Kram. Ja, da ist was Spliss herein. Auf jeden Fall an den Enden, das müssen wir mal rausholen. So, ich werde die jetzt ein bisschen antrocknen, dann lässt sich das nicht. Könnten die Herren mal in ihre Autos einsteigen? Oh? Ja, können wir machen. Ja. So, lassen Sie mal gucken. So. Ich mach die ein bisschen trocken herein.
Ja, super, perfekt. Besser schneiden. Ey, du hast das ja wirklich drauf, du. Hätte ich ja nicht gedacht. Machst du das auch mal bei der Olga eigentlich? Habe ich früher auch gemacht, ja. Als Friseur muss man immer über alle möglichen Themen Bescheid wissen, ne? So, man muss ja immer wissen, worum es geht. Ne? Also die ganzen Zeitungen, die Trendmagazine, muss alle lesen. Ne? Klatsch und Tratsch in Los Santos, ne? Genau. Was wissen? Diesel News. Was ist denn da so passiert in letzter Zeit eigentlich? Da ist wohl jetzt jemand ums Leben gekommen, Herr Brein. Ich werde die mal ein bisschen ausdüngen, ja? Der Red, ne? Anna Conda oder wie der hieß, irgendwie so. Ey, Smoker! Ja, Otto, stör mich mal gerade nicht, ich muss gerade herausschneiden, warte. Der Smoker sind da nicht. Ein bisschen so. Ja, ich denk mal, der macht das hier gerade. So, jetzt mal stillhalten, jetzt schneide ich mal den Schlitz ein bisschen raus. Hättest du nicht gedacht, du. So. Ja, fühlt sich schon viel besser an, du. Das ist direkt luftiger, aber nicht zu kurz, ne? Ne, nicht zu kurz. Ne, haben Sie Vertrauen, Herr Brein. So. Ja, erstaunlich. Das muss einer kippen, dass du es so gut machst. So, ich werde jetzt die Nackenhaare ein bisschen wegmachen. Halten Sie bitte still, Herr Brein, ja? Ja, jetzt vorsichtig zu vertrauen. So, bleiben Sie bitte sitzen. So. Ich dachte, du machst das mit so einem Messerchen, weißt du? Da bin ich fast wie ein Rasierer hier. Kennst du das, die Leute, die was mit so einem scharfen Messer machen? Otto, was hast du gesagt? Das ist jetzt dein Laden. Oh. Der Smokers-Geschäft hier neuerdings. Ne? Herr Brein. Ja? Oh, was ist los? Was hast du hier gemacht? Ich kann das mal machen. Machen Sie sich keine Sorgen. Was hast du hier gemacht? Ich sehe das von hinten nicht. Smoker, lass bleiben. Alles okay, der macht das gut. Vor allem so. Wir korrigieren. Das ist modern, das gehört so. Warten, ach du lieber Gott, das ist mir aber noch nie passiert. Oh, warte, das haben wir jetzt direkt wieder. So. So, Brein, stehen Sie mal auf. Oh, ja. Kommen Sie mal mit zur Frau Helga. Kommen Sie mal mit zur Frau Helga, bitte. Ja. Also, das ist aber ein bisschen schief gegangen, ne? Frau, kommen Sie bitte mal mit. So, Frau Helga. Da steht Ihnen. Sie sieht super aus, Brein, du. Ja, steht hier. Aber was soll das, Smoker? Ich dachte, du kannst das. Guck mich mal an jetzt hier, wie ich aussehe. Nee, passen Sie auf. Das kann der letzte Punker nicht hier. So lassen. Setzen Sie sich nochmal hin, Herr Brein, bitte. Ach du heilige Mann, Smoker. Guck mich mal an, du. Ja, du Smoker, das ist ja der Rasierer. Tut mir leid, setzen Sie sich nochmal hin. Ich kann das retten, bitte. Guck mal, das ist nicht mal ordentlich, da sind noch voll die Stoppeln. Oh, ich habe auch Perücken oder so. Nein, so ja, im Notfall, du, guck dich mal an, guck das mal kurz. Bleiben Sie ruhig gerade. Ja, sorry, so, Brian, aber... ist alles weg, so, dann sieht das besser aus, Brian. So. Ach, du Heilige. Oh nein, Kopfschmerzen. Oh. Ja, bei so einer Frisur nicht. So. Herr Benny, Sie wollten auch? Also... Ja, doch, der wollte auch. Irgendwie habe ich es mir anders überlegt. Ach so. Du, sah doch heiß aus, du! Ja... Nee, Sie wollten schon. Herr Benny, setzen Sie sich einfach hin, ich mach das. Das ist mir ja, jetzt keine Angst, wegen dem schon. Otto nur passiert. Am besten hier rechts an den. Wo, hier an den? Ja. Aber willst du nicht erst den Brian noch fertig machen? Ja, nimm schon mal Platz. Der Otto, du kannst ja hier schon mal den Umhang von meinem Herrn Brein umlegen und Haare waschen, wenn du möchtest. Soll ich die Haare waschen? Ja. Komm, hock dich mal hin, mein Junge. Super. Nimm aber nicht das Pflanzenschutzmittel da rechts für die Grünpflanzen. Nee, brauchen wir noch. Okay. Brauchst du noch. Der Smoker ist nämlich Gärtner. So, einmal rum hier. So. Was soll ich jetzt noch machen, waschen? Einmal waschen mit Pflegestufe 1. Mit der Flasche da vorne, ja. Wie heißt du? Benny ist mein Name. Benny Whiteboy. Okay, Whiteboy. Jetzt kriegst du Pflegestufe 1. Okay, klingt gut. Hau mal drauf. Ja. Jetzt masse ich das noch schön ein, ja? Kinders. Mach mich ja ganz wuschig da hinten, du.
Uiuiui. Wenn ich ja, zu dolle bin, dann sagen sie das, ne? Nee, das ist gut so. Marco, Patrick. Weil der Smoker, der sagt immer, ich mach das zu dolle. Nee, ich mach das. Du musst damit Gefühl machen, Otto. Ja. Patsche. Schön mit Gefühl in die Haare. Ja, danke, danke. Er muss es kurz einwirken und dann kann der Smoker schneiden. Okay. Ich hab vergessen, mein Hut. Vielleicht lasse ich das schneiden. Patrick, danke schön für zwei Monate. Auch. Vielen Dank für deinen Support. Ja, ich bin hier auch Security, ne? Wenn ihr reinkommt, dann muss auch Haare schneiden. Nur Styling macht ihr nicht. Und Scrolex auch. Danke schön für zwei Monate. Vielen, vielen Dank auch an dich für den Reset. Danke schön, Scrolex. Vielen, vielen Dank. Der Smoker macht nur Styling. Smoker, kannst du dir noch stylen? Was kann ich? Du willst Styling haben. Styling. Styling. Ja. Styling haben. Ja, ich könnte was machen. Okay. Wenn Sie möchten. Passen Sie mal auf. Wir hätten da. Ich könnte Ihnen mal ein paar Perücken zeigen. Ja. Warten Sie mal, die gehe ich mal holen. Dann können Sie sich doch mal angucken, wie sie dann vielleicht aussehen würden. Eventuell. Genau. So, bitte mal aufsetzen nacheinander. Das sehen natürlich. Danke. Das wird Ihnen stehen. Das ist aber ein bisschen schwierig, ne? Was? Aha. Jo, nimm aber rechts, links habe ich hingepufft. So. Okay. Nee, mit so wenig Haaren, das ist nicht so. Naja, so ist es doch ganz elegant. Ja, das ist gut. Wenn es warm wird, ne, nicht wundern. Ja, das können wir gleich machen, das ist kein Problem. Ja, das ist ja ein bisschen Styling, ja. Ja, bisschen stylisch, ja. Komm, Baby, gib mir noch ein Küsschen. Otto, lass die Helga in Ruhe. Die bezahle ich hinten nicht mit rumknutschen. Darf man nicht mehr arbeiten im Büro knutschen? Nee. Schade. Wie heißt du, Frischling? Guten Tag, hallo, Rainer mein Name. Grüß dich. Was, Rainer? Rainer. Was hast du gerade gesagt? Ich sag, guten Tag, Rainer mein Name. Du willst dich boxen, komm mit Politik. Nee, du, das tut nicht gut. Setzen Sie sich hin, Herr Benny. Hinsetzen? Hier auf die rechte Seite am besten, ja. Du, ich hab eigentlich keinen Bock darauf, tut mir sehr leid. Also eigentlich an sich gerne, aber nicht einfach du. Du bist sehr sympathisch. Setzen, so. Du riechst auch sehr mal gut. Das Ding um. So, bitteschön. Geht's Ihnen gut? Ja, alles super. Wo kommst Unhold, du danke schön. Vielen, vielen Dank für den Host. Vielen Dank. Kommt mal lieber raus für den Unhold, bitte. So, ich werde Ihnen jetzt auch mal die Haare erstmal ein bisschin nass anfeuchten. Nee, irgendwo dahin in Spanien oder so. Ich weiß da gar nicht so richtig. Ah ja, siehst du aus, ja. So, und dann ein bisschen stylisch machen, ne? Ja, genau. Okay, dann nehme ich mal hier vorne das hier. Das scheint gut zu sein. So, dann massiere ich das mal in ihr Köpfchen. Ja, ich habe letztens schon wieder rumgemacht. So. Tut ihnen das gut? Ja, es tut sehr gut. Das ist schön, ne? Ja, schön. Hey, so, ich spül die Haare mal aus. Warten Sie. Ja. Jeden sagt, ey, Baby Girl. Ah, jetzt sind die wieder schön sauber. Oh, Moment, was ist denn jetzt? Was war denn das für eine Dose? Lila Farb. Was? Benny. Was? Das zieht ja jetzt ein. Das zieht jetzt ein, das wird jetzt richtig lila. Verdammt. Ja. Mist, was habe ich da wieder gemacht? Oh mein Gott. Das ist natürlich nicht so gewollt gewesen. Oh je. Musst du nur ganz unauffällig machen, wenn die weg sind? Dann gehst du. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt gleich aussieht. Ja, die Helga kann sie beraten, da, weg, ne? Wie sie die Farbe am besten pflegen. Oh. Die Farbe kriegst du mit Pferdeurin wieder rausgewaschen. Oh Gott. Angebot, $200. Oh Gott. 250 für das Gott. Wobei der Rainer keine Cola hat. Kommt die Farbe langsam durch? Ich hab nichts. Ja, ich glaube schon, ne? Geht dir gut, weil du wankst zu Rainer. Ich sehe es noch nicht richtig. Nee, ich hab euch verletzt am Bein, Freunde. Ach so. Du siehst auch nichts, oder? Noch nicht. Nee. Dauert wahrscheinlich noch kurz das Ergebnis. Das dauert meistens so 15 Minuten zum Einziehen. Ah ja, okay. Ja. Oh, scheiße. Ich guck mal aus dem Fenster. Ja. Echt du. Die töten mich. Die werden mich töten. Brian, eine Glatze. Jetzt lila Haare. Oh Gott. Otto. Ja. Hast du vielleicht was zu trinken für mich? Das ist bestimmt nicht. Okay. Wolltest du was haben, David? Ich hab was für dich. Ja, ich brauch nur eine Flasche zu trinken.
Hab schon. Dankeschön. Leckere Tische, ne, wegen Herzen, ne? Ja, alles gut. So, müssen wir warten. Ich geh mal Pipi machen hinten. Ja. Ja, mach das. Oh Gott. So, ich. Oh, ich brauch Tabak hier. Da ist Benny. Benny müsste gleich lila Haare haben, wenn die Farbe richtig durchgezogen ist. Milena Schmidt, wie geht's dir? Scrolex, alles klar bei dir? Kika, Kikaninchen. Der Friesenking, ja, ja. Der ist die Frisur am ändern, ne? Der muss die Farbe ändern. Ich muss mal ein Lob aussprechen. Ich denke, du gehst auf. Obwohl du so gut Roleplay führst, immer gut auf den Chat ein. Finde ich echt klasse. Dankeschön. Dankeschön. Pan schlägt Onkel Kong. Grüß dich, wie geht's dir? Oder Lila haben wir gesagt, ne? Lila? Irgendwie sowas. Das ist dein Ende. Was? Badcop, wie geht's dir? Herr Löwen, ne? Machst du auch mal die Haare? Was? Aber dran geschweißt. Und kommt die Farbe schon durch? Nee, ist das irgendwie. Ich glaube, die Farbe von euch funktioniert nicht. Vielleicht hätte man da irgendwie Aluminiumfolie drauf machen. Vielleicht. Keine Ahnung. Dann sind sie doch glücklich, wenn es nicht durchkommt. Ja, es ist Glück gehabt, ey. Ja. Leo! Hä? Was willst du machen? Wie meinst du? Haare. Haare, nee, ich bin zufrieden, so wie es ist. Alles gut. Das war auch hart lang, die Haare. Nee, der Otto ist nämlich mein Lehrling, der kann auch Haare schneiden. Ja. Ach ja, nee, ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es gerade ist. Aber eine Kettensäge. Nee, also mit einer Kettensäge lieber nicht. Okay. Eine Kettensäge Haare schneiden, du. Gefährlich, ne? Rainer. Ja, guten Tag. Kannst Platten nehmen, der Otto sucht noch ein Modell, der muss noch lernen. Soll ich dir hinsetzen, rechts oder links? Otto, möchtest du den Herrn haben? Links, ne? Ja. Okay, setz dich ganz links hin. Jo. Auf der linken Seite steht ein Shampoo, mach das schon mal in die Haare rein, ich komm gleich. Otto, du kannst aber nicht mit den Kunden umgehen, die können nicht alles selber machen. Er muss doch lernen, wo hier Stadt der hier ist, weil das hier alles ein raues Pflaster ist. Ja, Otto, da geb ich dir... Habt ihr schon erklärt, dass ich da letzte Woche das Gitter dran geschweißt habe, weil hier die ganze Zeit die Backsteine durch ein Fenster reingeflogen sind. Was? Jo, bis gleich. Echt? Ja. Ja, habe ich letztens hier gesehen, habe die Schalldurfe nicht mehr repariert. Ja. Muss auf jeden Fall, wo ist der Mann denn jetzt hin? Der sitzt da schon, kannst im Haare machen gehen, Otto. Mach. Gib mal so einen jugendlichen Schnitt. Ja. So, komm, hock dich hin, du. Jo, warte. So. Du Haare. Oh. Nee. L33, grüß dich, wie geht's dir? Kann er überhaupt die Haarfarbe ändern? Müsste eigentlich gehen. Oh ne. So. Auch noch. Machen wir nämlich so ein Undercut-Overcut-Frisur. Undercut-Overcut? Ich weiß nicht. Ja. Ist das nicht aus Boxen oder so? Nee, das ist jugendlich. Ah, noch ein bisschen weiter, weil, ja. Und dann noch ein bisschen Haare abschneiden. Oh, noch ein bisschen auf der anderen Seite, noch ein bisschen was. Oh, noch ein bisschen was. Da, jetzt müssen wir unten noch so schön gerade machen. Du machst das aber vorsichtig, du. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht von dir. Ja, verständlich. Ich will dich nicht verletzen. Nur wenn wir uns schlagen, hab ich die Idee da.
Lavald! Was ist jetzt los? Oh nein, ne? Okay, müssen wir neu starten. Scheiße. Lavald. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank, dass du jetzt auch hier bei den Bekloppten dabei bist. Haut mal ganz, ganz viel Liebe in den Chat für Lavald, bitte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Brian kommt, glaube ich, nicht wieder. Nee, gebe ich nicht wieder, komm. Kevin, dankeschön für den Host. Vielen, vielen Dank. Der Kevin. Exorcist, geiles Roleplay. Es ist wie ein Zahnrad. Wenn alle gut spielen, funktioniert das. Ja, das ist richtig so. Das stimmt. Das stimmt. Das sind wahre Worte. Madame Kingcat, wie geht's dir? Empfatz. Ja, dankeschön. Kommt noch DayZ, kann ich dir nicht versprechen. Keine Ahnung. Ich weiß. Alter, wir haben schon wieder 5 nach 11, wa? Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ich würde gut zu dir passen. Echt? Warum Susi? Cosmo. Wenn die dich mal nicht anzeigen. Was? Das sind Freunde. Das dürfen die nicht. Darkness, ne? Wie geht's dir so? Mir geht's gut. Pan schlägt Onkel Kronk. Mir geht's gut. Dankeschön. Danke deiner Frage. Patrick, grüß dich. Gerrit, dein Subcounter. Groß. Oh. Wird gleich aktualisiert. Dankeschön. Das ist ja auch lange gut gegangen, wa? So, jetzt machen wir wieder die altbewährte Methode. Dieser PC, C, Grand Theft, einmal Ressourcen, Alternate löschen, dann einmal den Cage. Auch löschen. So. TS sind wir noch drin, yep, sind wir noch drin. Auf geht's. Ja, ja, ja. Ach so, das meinst du, okay. Gibt es zwei Darkness? Ja, ich glaube ja. Ich meine ja. Wow, Akeda. Lars, grüß dich, wie geht's dir? Mir geht's gut, Didi, dankeschön. Lange lebe der König Gerrit. Hallo Standard, wie geht's, alles gut? Der Standard. Chico. So, connect. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt funktioniert. Von Bödefeld, na, alles fit? Bödefeld. Bewundere dich, wie toll du Smoker spielst. Dankeschön. Danke. Nur runterladen? Du meinst jetzt hier auf dem RP-Server, auf Alternate Live? Da musst du schon einiges tun. Also runterladen, ja, alleine ist nicht mit geholfen. Alles gut, Epsilon. Dankeschön. Und bei dir? Matrix, na? So. Bitte lass uns da jetzt nicht crashen.
Dann wäre ich vorsichtig. So. Stehst du? Hoi! Kreck mich doch nicht so, du. Wo ist denn der hey, Smoker. Ja. Guck dir mal meine Haare an, die sind rot geworden. Lass uns mal gucken. So ja. Rot waren die aber nicht vorher. Ja, besser als lila. Ja, das hat sich irgendwie vermischt. Kann mal passieren. Ne? Wo ist denn der Otto und der Brian? Ja, der Brian, der hat... Das Otto. Er hat ganz schlimme Migräne heute. Das ist... Ja, Tabletten nehmen. Ja, der sollte mal Tabletten nehmen. So wie der Rainer hier. Ja, guten Tag, hallo, mein Name. Siehst ja immer noch voll benommen aus. Ja, ich bin auch voll drauf. Ach so. Was hast du denn für Tabletten? Und Schminke genommen? Hast du jetzt auch? Ja, du hast mich hübsch gemacht, sagt er. Was ist denn los? Guck mal in den Spiegel. Nee, du könntest an der Stange tanzen irgendwo. So, danke schön. Altaro, wie geht's dir? Nee, also du, findest mich hübsch oder was? Nee. Ist relativ. Aber es gibt bestimmt Leute, denen das gefällt. Spiele, dieser alte Mann, der mir in Jahresstunde hat gesagt, dass ich nur weil du dich ja wirklich veränderst. Und anders spricht etc. Es kommt auf die und Frau nicht an, einfach ne? nur einen anderen Namen. Ja, das weiß ich nicht. Ah, okay. Aber der Smoker, der kriegt ja auch jede. Ja, der hat ja, der verliert ihn nur immer. Gerrit Trottel war auch so klasse. Ja, mag sein. Hat genug. Mag nicht sein. Auch ich finde das gut so. Ich denke, ich lasse das so. Na, das mit der Träne ist ja. Ja, und warum kommst du hier rein, Lucky? Und Träne? Schreibst du gangsterhaft, ne? Du hast so eine Träne unterm Auge. Ja, ich weine hast sehr du viel. Hast ein Tattoo? Hast du dir da mal ein Tattoo machen Wo ist die Farbe des Schicksals? Nee, sie ist gekommen, weil ich mir viel geweint habe und habe nicht weggeputzt. Ach, okay. Ich habe wohl keine Zeitmaschine. Was? Kart, das passiert, wie geht's dir? Mhm. Ja, passiert. Ja, Gamescom werde ich auf jeden Fall sein. Auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich so aussehen wie Smoker, ne? Ich, das ist mein, also ich Ach, so weiße hören. Haare? Ja, darf ich gar nicht hören. Aber ich glaube, muss noch ein bisschen älter werden. Oh, Wiesel, danke schön für 100 Bits. Vielen Dank für die Donation. Dankeschön, Wiesel. Was ist so cool, gut. Der Hut, ja. Wo hast du den eigentlich gekauft, ey? Hat Smoker eigentlich gerade Kopfschmerzen? Nee, jeden Tag werde ich... Nö, hab ich nicht. Hör euch zu. Ach, du hörst einfach nur zu, ja. Wo ist denn der Hut her? Das ist eine Spezialanfertigung. Den habe ich selber gebaut. Ah, okay. Ja. Ich habe nichts mehr zu essen und zu trinken. Wo ist denn der Hut? Ja, ich habe auch nichts mehr, ey. Ist hier oben kein Geschäft? Das geht gerade noch. Ah, da oben, okay. Oh, es ist schon ein kleines Stück da oben. Ich guck mal, ob der Otto draußen rumläuft. Moment. Kommst du als Smoker auf die Gamescom? Da ist oder einer, der schon seit 2 Jahren mit dabei ist. Ach, richtig, ja. Was? Wie gesagt, ich würde dich anrufen, könnten wir uns mal treffen und dann können wir sehen, ob das passt oder nicht passt. Ja, mach das, ruf mich an. Ich Alles bin, gut. wie gesagt, meistens so auf dem Hotel, kommt meistens um 18 Uhr oder so. Ja, das passt, das ist super. Gut, dann melde ich mich die Tage, ne? Jo, mach das. Hey, hast du gesehen? Ich hab dir voll gut geschnitten. Das ist schön. Otto, hast du vielleicht noch was zu essen und zu trinken? Trinken habe ich nichts mehr, aber Essen kann ich dir geben. Ja, ein Brot oder so. Heiliger. Ja. Oh, Du musst mir unbedingt... Sorry, die ganzen Kopfschmerzen, diesmal was besonders schlimm. Kein Wunder, warum so schnell rein, dabei fertig werden. Ja, einmal wirklich, du Heiliger mit Mann. Einmal hinsetzen, ich rette das, ich mach das schöner. Ach du Heiliger, ob das noch was Schöneres das wird? Das wird schöner, warten Sie. Ich glaub nicht, du. So, einheitlich sieht immer besser aus, Herr Brein. Ach du Heiliger. So, und jetzt ist die ganze Wolle runter. Komplett? Jetzt ist komplett alles runter, das sieht viel besser aus. Das fühlt sich auch besser an, lassen Sie mal touchen. Warte, ich schmier ihn da noch so ein Wachs drauf. Augenblick. Was zur Hölle, Smoker? So, jetzt können Sie auch in den Spiegel gucken. Das sieht toll aus. Ich sehe aus wie der Herr Krüger. Lassen Sie mal gucken. Mensch, was hast du hier mit mir gemacht, du? Smoker? Ja? Hast du auf die Verpackung geachtet? Wieso? Das war das Holzwachs. Das Holzwachs? Oh. Ich warte, das sieht aber toll aus, oder Otto? Was denkst du? Super, das ist wirklich eines der Smoker, du hast mir die ganzen Haare abgrasiert, Mann. Das ist nicht schlimm, die wachsen wieder nach. Spätestens. Ey, Mann.
Spätestens in 3 Wochen haben sie wieder volle Haarpracht. Ja, und der hat mir auch noch hier die Augenbraue angeschnitzelt, siehst du das? Ja, aber nur ein bisschen. Entschuldigung. An der Kante da oben, Mann. Du hast mir einen Mist erzählt mit deiner Friseurausbildung. Super. Ey. Wie kann ich das wieder gut machen? $10,000. Was? Ja, meine Haare, die sind mein Leben gewesen, Smoker. Aber ja, es sieht wirklich super aus, ne? Da fängt jetzt ein neues Leben an, das ist doch nicht schlimm. Ey, wärst du nicht mein Freund, ne? Du ganz ehrlich, ne? Was werden dann? Ja, ne? Kannst du dich schon mal auf den Stuhl legen? Jetzt bin ich dran, Smoker. Womit? Mit Haare schneiden. Ne, können sie ja gar nicht. Ja, kann ich wohl. Genauso gut wie du wahrscheinlich. Und sie haben gar keine Ausrüstung dafür. Ja, hier liegen genug Scheren runter. Helga, hast du... Ja, die Helga hat auf jeden Fall was hier für mich. Herr Krüger, ich habe mal eine Frage. Jetzt fängt mich schon an, der Otto zu verarschen. Wie, Herr Krüger? Ja, hier, wegen Herr Krüger, weil ich so aussehe wie der Frisur. Ach so, Herr Brian, siehst du das? Aber ich finde, es hat auch so ein bisschen was von so einem Schauspieler, ne? Wie hieß der, selber die Western so ein bisschen gemacht zu hat? Jul Verne? Nö. Brinner oder sowas. Kenn ich nicht. Der hat so die glorreichen 7 oder so war das. Boah, Mensch, Smoker, ey. Das ja, das sieht ja schöner was aus, als pflegeleicht. Morgens im Handtuch drüber fertig. Ach du Heiliger, ey, da muss ich jetzt mal Hotdog reinpfeifen. Ja, das stimmt. Zum Glück wachsen meine Haare recht schnell, du. Mensch, das ist nee, so 3 Wochen das dauert das jetzt, ne? Ja, 3 Wochen. Wissenschaftlich erwiesen. Ja, 3 Wochen muss ich jetzt warten. Siehst du mal wegen dir, ey, weil du bei mir einfach hier. Du erzählst mir irgendwas, letzte Friseur, du hast überhaupt nichts gemacht. Gib's zu. Ja, gut, ich hab den Lehrer abgebrochen, ne? Genau. Da kommt nicht raus. Der Laden ist auch von der Helga und nicht von dir, ne, Helga? Ja, schon auch. Hat die dir einen Gefallen getan? Ja. Herr Breil. Ja? Dann ist es okay, wenn da jetzt ein Foto auf Pieper kommt, oder? Ja, verdammt. Was soll ich machen, ja? Sonst erkennt den ja auch keiner. Das müssen wir mal publik machen. Was ist gleich mit dir passiert? Ja, der Smoker meint, er macht mir Hagel rein, nimmt der rote Farbe, ey. Ich hab dich überhaupt nicht wiedererkannt. Ja. Ich dachte, du wärst ja völlig anderes. Ja. Ja, geht toll, der ja nicht. Was ist denn mit dir passiert? Wieso, was ist denn? Mensch! Moka, was hast du gemacht? Ich hab nee alles getan. Oh, Entschuldigung. Was ist denn mit den Augenbrauen passiert? Der hat gesagt, der macht mich hübsch. Du, das hat nicht funktioniert, Rainer. Das hab ich auch gesagt. Das ich nicht. Was ist hier los? Smoker, was hast du getan, ey? Ich hab überhaupt nichts getan. Ach du heilige Scheiße, ey. Bin das die Helga, du, ey. Ja, komm, ja, Leute, ey. Sie sieht das nicht gut aus. Ja, TV, danke schön für den Host. Mann, ich doch auch. Vielen Dank. So ein bisschen so ein für den Support, danke. Ja, ich bin ein ganz schlimmer Wikinger. Leo, was mit dir? Bist du jetzt nicht hier? Haare schneiden. Jerry, danke schön für 4 Monate. Vielen Dank für den Riesenaufwand. Dankeschön. Ihr habt das Foto auf Pieper gepostet. Ne? Der Brian aka Krüger als Schön. Oh Gott. Und Phil, ja, okay. Danke schön für 5 Euro. Vielleicht meinst du deine Mütze, deine Glatze nochmal gut an. Ist das richtig sexy? Für das Hammer AP. Ich glaube, das lasse ich jetzt lieber sein. So, der hat doch Erfahrung mit Malen. Der Smoker kann aber auch City machen. Ja, der Smoker kann vieles, aber nichts richtig. Ich kann auch tätowieren. Hallo? Hallo, mit wem spreche ich denn? Ach, Basti, ich muss mal deine Nummer adden unbedingt. Der Nikolaus. Rainer. Alter, der hat mir die Haare abgeschnitten. Du siehst süß aus. Ja, danke schön, du. Wolltest du mit mir Kartoffelsuppe essen gehen? Helge, danke für den Host. Dankeschön. Der ist ein Tönes. Ja, genau. Alles Turbo klar. Thorsten, danke schön für 100 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Okay. Dankeschön. War ich nicht. Alles und, klar. Und Robotastic, danke schön auch an dich für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Spende. Alles klar. Haut mal Dollarschein in den Chat für Robotastic. Ja, dankeschön. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, was du meinst. Oh, ja, bitte schön. Das ist schlecht. Das ist echt okay schlecht. Ich muss mal Nase putzen. Warte mal. Alles klar, ich check das mal. Okay, alles klar. Hör mal, Gerät. Alles klar, bis gleich. Ja, bitte. Wer ist denn der Typ mit der Glatze da vorne am Telefon?
Das ist der Herr Krüten, der Herr Brian. Oh nein. Oh, oh. Smoker, Mann, das war jetzt aber echt, das war jetzt aber echt ein Reihenfall, du. Ja, ich wollte es nur gut machen. Ja, hast du ja toll gemacht. Ja, danke schön. Und die Helga hat mir auch noch Geld aus der Tasche geklaut. Helga. Mann. Irgendwie fehlen mir $40 aus der Tasche. Ne, kann doch gar nicht sein. War ein guter Deal. Jetzt ruft mich der Karl-Heinz an auch noch. Ja, gehen Sie rumstrahlen. Hallo Karl-Heinz. Ja, kann ich nachvollziehen. Ach Gott. Der Smoker hat mir die Haare abrasiert, du. Und der Otto kotzt dir gerade irgendwie in die Mülltonne. Ich weiß auch nicht, was hier wieder los ist, du. Karl-Heinz. Bist du noch dran? Hey Otto, kann man dir was Gutes tun? Irgendwie? Ja, passt schon. Irgendwie ist er nicht mehr dran. Fisch gegessen. Okay, so. Wir müssen mal dringend zum Shop, ne? Jeder braucht, glaube ich, Essen und Trinken. Ja, doch, das stimmt. Oder? Bank. Ich hab noch ein bisschen was in meinem Auto, so wenn jemand trinkt, was drauf. Ja, ich bräuchte mal zu essen und zu trinken, bitte. Ja, warte. Danke. Ich würde auch ein Schlückchen nehmen. Ja, Benni? Hallo. Ja, wir müssen mal los. Auto. Ja, wir müssen mal los, okay. Hallo. Bis dann, schönen Abend euch noch. Beehren Sie uns bald wieder. Ja, alles gut, ne? Ja. Lass dir gut gehen, du. Ich komm noch mal wieder und lass mir das richten irgendwann. Die Farbe steht Ihnen, Herr Benni. Moka, ich verzeih dir erst nur, weil du es bist, du. Wieso? Ihr sieht doch super aus. Da habe ich einen gut bei dir jetzt, weil du mir die Haare abgeschnitten hast. Das ist doch pflegeleicht. Lassen Sie mal, warte mal. Gehen Sie mal bitte runter in die Hocke. Also es sieht besser aus als das vom Benni oder vom Rainer. Gehen Sie mal in die Hocke, Herr Brian. Ja, Moment. Oder setzen Sie sich hin. Eine Sekunde. Sie erinnern mich gerade an irgendwas. So, passen Sie auf. Kennen Sie das? Schön auf die Pläte klatschen. Kennen Sie Benni? Benni Hill? Ja, Benni Hill kenne ich, durchaus. Und Meister Propper kenne ich auch, den ähnlich hätte ich auch verblüffen. Richtig. Ja, und noch viel schlimmer, Krüger. Aber der gar nicht so schlimm ist eigentlich. Oh Gott, jetzt ruft mich der Karl-Heinz wieder an. Ja, machen Sie ruhig. Hallo? Bödefeld. Dankeschön für 2 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Haut mal Liebe in den Chat für den von Bödefeld, bitte. Vielen, vielen Dank. Oh hier, so wollte nochmal Abend trinken, sagen. Ja, gute Abend, wie geht's dir? Oh, hier, schon mal ein Hotdog? Ich krieg's geregelt, oder? Und zu trinken auf einem Auto. Was? Ja, danke schön. Ich muss aber auch was kaufen gehen. Was, einer musst du? Was kaufen gehen? An Essen und Trinken, du? Ja, muss ich gleich auch. Hab nichts mehr. Mir geht's auch. Krieg ein Stück von deinem Hotdog? Danke schön. Was? Egal. Rein, vergiss es. Du siehst super aus, ey. Ich hab selten wen gesehen, den Smoker so verunstaltet hat. Nee, du. Ja, ich sehe auch schon gut aus, aber ich hab wenigstens Augenbraue, wenn auch nur teilweise. Nee, du. Von Aff musst du Aff, ne? Ja. Junge. Von der Welt, das ist ja. Was hat er mit dir gemacht? Oh Mann. Ey. Das sieht schön aus, Herr Benni. Das war mir schon klar vorher, deswegen habe ich genau nachgefragt, was ich passiert. Willst du den nicht auch einfach abrasieren, jetzt hier bei der Helga schnell? Ich kann das fix machen. Nee, ich lebe jetzt auch. Komm so, Benni, komm so rein. Ja, richtig, danke schön. Wir müssen los. Ja, wir müssen leider wirklich los, Smoker. Wir müssen noch die Arbeit rufen, noch kurz. Ja. Aber wir sehen uns entweder später oder die Tage ja sowieso, ne? Kein Problem. Und ich habe auf jeden Fall ein Gut bei dir jetzt, ne? Ist klar, ne? Ja, okay. Je nachdem du mich so verunstaltet hast, ne? Ich hoffe es. Weil ne? Nicht mein Lieber. Schlisch. Ja, klar. Ja. Das soll ich dir glauben, ne? Hier. Komm, lass dich drücken. Ja. Schlafen Sie gut. Ja, schlaf gut, mein Lieber, du. Ja. Du Kleiner, du hast mich verarscht wieder. Ja. Nein, der will ich nie tun. Ja, nee, ne? Herr Bis Benni, dann, Smoker. Auch gut. Ciao. Ja, tschüss, Nick. Tschüss. Tschüss. Wie geht's denn jetzt überhaupt hin? Neronis grüßt dich, wie geht's dir? Aber